Diözese. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich begrüße es außerordentlich, dass heute von 5 Fraktionen des Deutschen Bundestages getragen, endlich, sage ich, ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages eingerichtet wird zur Aufklärung des bislang schrecklichsten islamistisch motivierten Anschlages auf deutschem Boden am 19. Dezember 2016 hier in Berlin am Breitscheidplatz. Ich möchte gar nicht verhehlen, aus meiner Sicht kommt der Untersuchungsausschuss sehr spät. Ich hätte ihn auch gerne lieber früher installiert. Sage aber hier auch noch einmal ausdrücklich für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wir haben uns vom ersten Tag an aufgeschlossen und offen gegenüber einem Untersuchungsausschuss gezeigt. Es war dann der Bundestagswahl der auslaufenden Legislaturperiode geschuldet, dass der Untersuchungsausschuss in der letzten Wahlperiode nicht mehr eingesetzt wurde. Und wir haben jetzt als CDU-CSU-Fraktion sehr nachdrücklich dafür geworben und dies auch vorangetrieben, dass jetzt ein Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Ich möchte aber auch, sehr verehrte Kollegin Michalic, dem Eindruck entgegentreten, dass wir als Bund bislang untätig waren. Die Taskforce des Parlamentarischen Kontrollgremiums hat sehr schnell ihre Arbeit aufgenommen nach dem Anschlag. Und ich möchte schon auch noch einmal ausdrücklich betonen, das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages war das erste Gremium in Deutschland, auch im Vergleich zu allen Bundesländern, das nach 2 Monaten nach dem Anschlag einen substanziellen und aussagekräftigen Bericht zu dem Anschlag vorgelegt hat. Ich glaube, gerade dieses Instrument hat sich vor dem Hintergrund bewährt. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, vielleicht steckt aber auch eine gewisse Chance darin, dass wir jetzt relativ spät erst auf Bundesebene diesen Untersuchungsausschuss einrichten, weil wir natürlich im Lichte der schon vorhandenen Erkenntnisse und Informationen auch eine Gesamtschau vornehmen können. Wir werden sehr schnell die Informationen mit beiziehen, die in Nordrhein-Westfalen, im Land Berlin zutage gefördert wurden, die die Sonderermittler zutage gefördert haben in den beiden Bundesländern. Ich glaube, darin steckt durchaus auch eine Chance. Und um auch eines klar zu sagen, Frau Kollegin Renner, wir sind als Unionsfraktion offen für eine sehr gewissenhafte und seriöse und auch lückenlose Aufklärung. Und ich möchte auch noch einmal zu Ihrem Hinweis, dass wir uns hier einer Zusammenarbeit mit den Linken verstellen würden, klar sagen, wir haben Ihren Vorschlag, den Sie in der ersten Lesung dieses Antrags gemacht haben, aufgegriffen, dass wir an den Beginn der Arbeit des Untersuchungsausschusses das Gespräch mit dem Opferbeauftragten der Bundesregierung stellen werden und das Gespräch mit den Angehörigen der Opfer führen werden. Also ich glaube, dieser Punkt zeigt sehr deutlich, dass wir als Unionsfraktion offen sind für eine sehr intensive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, denen an einer seriösen Aufklärung gelegen ist. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Voreingenommenheit und Vorurteile sind aber schlechte Begleiter für diesen Untersuchungsausschuss. Und ich sage dies auch ausdrücklich, dieser Untersuchungsausschuss eignet sich aus meiner Sicht denkbar schlecht für eine vermeintliche parteipolitische Profilierung. Und eines sage ich hier auch ausdrücklich für die CDU-CSU-Fraktion. Wir werden es nicht zulassen, dass dieser Untersuchungsausschuss, der eine wichtige Aufgabe hat, gerade auch in die Zukunft gerichtet, um möglichst Anschläge wie am Breitscheidplatz zu verhindern oder verhindern zu helfen. Wir werden es nicht zulassen, dass dieser Untersuchungsausschuss als Fanal über die Migrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung missbraucht wird. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt auch immer noch vieles aufzuklären. Wir werden vor allem natürlich die Bundesbehörden, die Arbeit der Bundesbehörden in den Fokus nehmen. Wir müssen uns aus meiner Sicht auch sehr intensiv mit den Schnittstellen beschäftigen zwischen der Länderebene und der Bundesebene, was den Informationsaustausch anbelangt, sowohl im polizeilichen, im justiziellen, aber auch im nachrichtendienstlichen Bereich. Sehr wichtig ist es aus meiner Sicht, dass wir auch die Kooperation mit den Sicherheitsbehörden im europäischen und im internationalen Kontext in den Fokus nehmen. Es gibt viele Themen, die uns in diesem Untersuchungsausschuss beschäftigen werden. Eines darf ich hier für die CDU-CSU-Fraktion noch einmal deutlich zum Ausdruck bringen und sind sehr wichtig, auch die Opfer, die Angehörigen der Opfer. Deswegen wird auch das Thema Opferschutz und Verbesserung auch der Opferentschädigung eine wichtige Rolle spielen im Untersuchungsausschuss. Wir als CDU-CSU-Fraktion gehen motiviert und engagiert in die Arbeit dieses Untersuchungsausschusses und werden diese Arbeit sehr intensiv und auch gewissenhaft seriös vorantreiben. Herzlichen Dank. Damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zum